Ich heiße Hartwig Thomas, um die Leute ein bisschen zu verwirren, Thomas zum Nachnamen, und arbeite als Programmierer in einer kleinen Programmierfirma und bin im Verein Digitaler Alment, der in der Schweiz die sogenannten Creative Commons Lizenzen vertritt. Diese Lizenzen sind eine Art Übertragung von den Public Domain Lizenzen bei Software auf allgemeine kulturelle Werke, also auf Musik, Literatur und so weiter. Vor allem gut geeignet in den Fällen, wo diese Werke in digitaler Form vorliegen. Die Digitale Alment, wie der Name schon sagt, hat sich auch zum Ziel gesetzt, ein Modell einer Alment, also einer Gemeinschaftsarbeit, vor allem auf dem digitalen Bereich, wahrzumachen. Sie beschränkt sich nicht nur auf Creative Commons Lizenzen, sondern auf alle kreativen neuen Ansätze von neuen Arbeitsformen, wie gerade eben FabLab. Wir sind davon überzeugt, dass die klassischen ökonomischen Vertreter, die behaupten, dass jede Almende in einer Tragödie enden müsse, im digitalen Fall nicht zutrifft, weil das Gebiet, worum es geht, beliebig vermehrbar ist und darum keine Verknappung und keine Ausbeutung des einen durch den anderen dazu führt, dass der andere weniger hat, wenn jemand etwas mehr beansprucht. Wir kritisieren das Urheberrecht. Wir denken, es ist im 19. Jahrhundert vor allem als Heimatschutz eingeführt worden. Damals gab es eine Nationalliteratur und eine Nationalmusik und man musste die Drucker davor schützen, dass Raubdrucker die Bücher abdrucken. Und das hat den Politikern sicher auch gut gefallen, dass sie damit ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben, was gedruckt wird. Im 20. Jahrhundert ist das Urheberrecht weiterentwickelt worden und wurde dann Immaterialgüterrecht genannt. Das heißt, man hat versucht, geistige Werke zu einer Art Ware zu machen, die man shrinkwrapped, in Plastik verpackt, Vakuum verpackt, handeln kann. Und es war eigentlich vor allem dazu gedacht, damit die Leute an der Buchmesse jetzt in Frankfurt untereinander Lizenzen verkaufen können. Das Ganze wurde dann sehr schwierig mit dem Aufkommen digitaler Computer und vor allem mit dem Internet, weil die Produktionskosten der Vervielfältigung sich langsam gegen Null verändert haben. Und wir haben gerade bei FabLab gesehen, das wird nicht nur bei immateriellen, sondern sogar bei materiellen Gütern so sein. Wir wissen, dass heute das Erfinden einer Pille sehr viel teurer ist als die Massenproduktion von 200 Millionen Kopien davon. Ähnlich ist das Erfinden einer neuen 3D-Datei recht aufwendig verglichen mit dem Herstellen von beliebigen Kopien. Und in dieser Situation hat das Urheberrecht zwei sehr negative Folgen. Es hat einerseits den Casino-Kapitalismus auf die Casino-Kultur übertragen. Das heißt, 99% aller Urheber und Künstler gehen leer aus und 1% bekommt einen Jackpot, der größer ist als die Bonusse von den Bankern. Das heißt, die Robbie Williams, Lady Gagas, Madonnas etc. garnieren mehr als der Daniel Vasella. Interessanterweise werden sie dafür nicht kritisiert. Und eine andere schreckliche Konzeption, die schlimm geworden ist, ist, dass das Urheberrecht das Konzept des 18. Jahrhunderts, dass jeder Mensch ein Originalgenie ist, produziert und damit die totale Isolierung der kreativen Menschen voneinander zur Folge hat, weil niemand darf von niemandem abschreiben, weil, oh Gott, sonst ist es ein Plagiat oder sonst sind ganz schwierige rechtliche Sachen damit verbunden. Und das ist natürlich auch ein Ausmaß von Kontrolle der geistigen Entwicklung der Zivilisation, die vielleicht gewissen Politikern nicht nur Unrecht ist. Wir haben gelernt in der Programmierung, dass es ganz viele Leute gibt, die können sich leisten, ein Software in die Public Domain zu stellen. Das heißt, unter neuen Lizenzen wie die GPL
es frei verfügbar machen für andere zum Kopieren. Und überraschenderweise, während die Künstler alle behaupten, wenn wir unsere Musik so gratis geben, dann müssten wir verhungern, ist es so, dass die Programmierer nicht dabei verhungern, obwohl sie im Schnitt doch sehr viel Großzügigkeit an den Tag legen. Das hat damit zu tun, dass wenn man etwas zur Verfügung stellt, dass es andere nutzen können, heißt das nicht, dass man kein Geld dafür bekommt. Erstens einmal ist Geld generell überschätzt. Es gibt eine Idee, die vor allem von den Bankern auch geteilt wird, dass es eine Art physikalisches Gesetz der Gelderhaltung gibt. Das kommt vermutlich daher, dass man in der doppelten Buchhaltung immer so viel ausbucht, wie man einbucht. Und man hat darum den Eindruck, Geld ist unzerstörbar. Es ist wie Energie oder Masse. Es kann nicht mehr oder weniger werden. In Realität ist natürlich Geld etwas, was mit Vertrauen und Leistung zu tun hat und hochgradig variabel ist, wie wir alle merken werden, wenn dann die nächste Inflation unsere Pensionen auffrisst. Insofern ist das gratis zur Verfügung stellen einer Software etwas, was durchaus profitabel sein kann, auch wenn es sich nicht in Franken rechnet, weil zum Beispiel die Reputation steigt, man bekommt eher eine Professur, das sind mehrere Jahrzehnte Professorengehalt, dann auch wieder relativ viel Geld. Man kann auch sich von einer Firma wie IBM beauftragen lassen, eine freie Software herzustellen. Und die Firma bezahlt das aus zwei Gründen. Erstens braucht sie diese Software, egal ob sie frei ist oder nicht, und sie nützt ihr auch. Also sie reduziert die Aufwände, die sie sonst hätte ohne die Software, in dem Maß, dass es sich für sie lohnt, das entwickeln zu lassen. Und es schadet ihr nicht, wenn es nicht gerade um ihr Kerngeschäft geht, dass andere Leute das auch nutzen können. Im Gegenteil, sie profitieren, dass es dann besser getestet wird von einer größeren Anzahl Menschen und sie nicht einseitig abhängig sind von wenigen privaten Eigentümern eines solchen privaten Eigentums. Schließlich haben wir Programmierer gelernt, dass wir Services verkaufen und nicht Produkte. Das glauben die Musiker immer noch, dass sie Produkte verkaufen. Der Witz ist, wenn ich eine Software in die Public Domain stelle und jemand dann etwas daran machen will, kommt er normalerweise zu mir und fragt mich, was muss ich dir geben dafür, damit du das tust. Weil es ist nicht so ganz einfach, fremden Code zu bearbeiten. Jetzt diese Idee der Public Domain Software einerseits und der Probleme der Casino-Kultur andererseits hatten dazu geführt, dass in Amerika die Creative Commons Lizenzen erfunden wurden, die im Wesentlichen ein Spektrum von Möglichkeiten eröffnen für Urheber, dass sie ihre Werke ähnlich frei publizieren, wie das die Programmierer mit den Public Domain Programmen tun. Der Erfinder dieser Lizenzen, Lawrence Lessig, hat sich gesagt, wir wissen noch nicht ganz, wie dann am Schluss die idealen Kooperationsmöglichkeiten aussehen sollen. Also hat er ein Baukastensystem gemacht. Es gibt eine Minimallizenz, wo man sagt, hier ist das Werk, ihr könnt alles damit machen, was ihr wollt, ihr dürft es abwandeln, ihr dürft eigene Werke darauf basieren, etc. Das ist besonders in der Software eines der wichtigsten Argumente, wenn ich für eine Bank etwas programmiere und es in die Public Domain stelle, dann kann ich 90% der Software von den anderen nehmen, die ihrerseits in der Public Domain ist. Wenn ich es nicht in die Public Domain stelle, dann muss ich die 90% selber programmieren, was zur Folge hat, dass die Bank 90% neunmal mehr bezahlen muss. Das ist ein gutes Motiv, um auch sehr privatwirtschaftlich orientierte Auftraggeber dazu zu bringen, dass sie bezahlen dafür, dass man Sachen produziert, die in der Public Domain stehen. Dann gibt es eine Creative Commons Lizenz, die ist ein bisschen, die versucht den Gedanken der Teilhabe, des Kooperierens viral zu verbreiten, indem man sagt, ihr dürft ableiten, ihr dürft es auch kommerziell auswerten und alles, aber ihr müsst es unter derselben Lizenz machen für alle Ableitungen. Das heißt, mindestens wenn jemand den großen Profit rausholt aus meinem Werk, habe ich jederzeit das Recht, ihn zu kopieren und denselben Profit daraus zu machen, weil er muss es unter denselben freien Lizenzen publizieren. Dann gibt es Abschwächungen der Creative Commons Idee, weniger freie Software, wo man sagt, ihr dürft es nicht verändern, ihr dürft keine abgeleiteten Werke daraus machen, oder wo man sagt, man darf es nur nicht kommerziell nutzen.
Das ist immerhin noch besser als nichts. Wenigstens wird man nicht Opfer einer Abmahnkampagne, wenn man solche Werke benutzt oder dann herunterlädt. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Share-Alike-Einschränkung eine bessere Non-Commercial-Einschränkung ist als die Non-Commercial-Einschränkung. Das heißt, wenn jemand das Risiko hat, dass alle anderen dasselbe damit machen dürfen, ist das viel besser, als wenn man ihm verbietet, kommerziell Profit daraus zu machen. Weil warum soll man jemanden daran hindern? Das ist so ganz knapp zusammengefasst Creative Commons Idee. Ähnlich wie Roman möchte ich kurz fragen, wer hat noch nie von Creative Commons gehört? Also noch nie, das war die Negativfrage. Okay. Ja, als alter Programmierer habe ich mir jetzt eben die Geschichte mit der Präsentation gespart, weil ich der Überzeugung bin, dass PowerPoint-Folien auch einen sehr negativen Effekt haben auf die Kommunikation. Aber wer sich dafür interessiert, einmal Creative Commons eingeben in Google und man findet alles. creativecommons.org.